Dies ist das dritte Video einer kleinen Reihe, wo es darum geht, zu verstehen, was die Ableitung zu einer Funktion ist. Ich habe hier nochmal vorbereitet ein Schaubild aus dem ersten Video, wo es darum ging, die Durchschnittsgeschwindigkeit zu berechnen. Das war nämlich die Steigung dieser Sekanten hier. Das heißt, man hatte hier das Steigungsdreieck eingezeichnet. So, und hier dann die zurückgelegte Strecke und hier die vergangene Zeit, in der die Strecke zurückgelegt wurde, abgetragen. Und über diese Steigungsdreieck konnte man die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen. Das war nämlich Delta S durch Delta T. Wem das nicht klar ist, der guckt sich bitte das erste und zweite Video nochmal an, denn das setze ich an dieser Stelle voraus. Diesen Quotienten hier, das war die Steigung. Und das kann man auch anders schreiben, denn statt diesem Delta S kann man ja auch die Funktionswerte eintragen. Denn Delta S ergibt sich, wenn ich den Funktionswert hier an der Stelle 4 nehme und davon den Funktionswert hier an der Stelle 1, also dieses kleine Teilchen hier unten, wenn ich das abziehe. Und dann ergibt sich hier als Quotient Folgendes. Dann trage ich die beiden Funktionswerte hier ein. Und als Delta T kann ich ja auch schreiben hier 4 minus 1, damit sich nur diese Strecke hier ergibt und nicht der Teil hier vorne noch. Also teile ich durch 4 minus 1. Und das hier war der sogenannte Differenzenquotient. Das kann ich statt mit konkreten Zahlen natürlich auch ganz allgemein hinschreiben, denn dieses Steigungsdreieck könnte ich ja zu beliebigen Sekanten hier an diese Funktion einzeichnen. Das mache ich jetzt einfach mal. Also V-Durchschnitt allgemein wäre dann, statt hier 4 nenne ich diese Zeit hier einfach mal t. Man könnte hier auch beliebige andere Variablen einsetzen. Ich nenne das jetzt an dieser Stelle einfach mal so und diesen Zeitpunkt nenne ich T0. Und das Ziel ist es ja jetzt, dass man dieses T0 gegen T laufen lässt nachher, um dann die Tangentensteigung zu erhalten. Das, was im zweiten Video erläutert wurde. Aber erstmal den Differenzenquotienten allgemein aufgeschrieben. Dann habe ich hier nicht f von 4, sondern die 4 nenne ich jetzt T und kann damit das beliebig hier auf der Funktion verschieben. Und die 1 nenne ich jetzt T0. Und entsprechend natürlich im Nenner unten auch. So, das ist jetzt der allgemeine Differenzenquotient zu eigentlich einer beliebigen Funktion. Im zweiten Video wurde erklärt, wie ich von der Durchschnittsgeschwindigkeit zur momentanen Geschwindigkeit komme, nämlich indem ich hier dieses Zeitintervall Delta T gegen 0 gehen lasse. Das ist ja aber die gleiche Aussage, als wenn ich sage, statt Delta T gegen 0, kann ich auch sagen, hier T0, dieser Wert, läuft immer weiter hier gegen T, bis er schließlich T erreicht. Das würde man dann so schreiben, T0 geht gegen T. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich den Grenzübergang hier geschafft und dann habe ich aus der Sekante hier eine Tangente gemacht. Das wird ganz exakt im zweiten Video erklärt. Wem das nicht klar ist, schaut sich das bitte an. Ich setze das an dieser Stelle voraus und schreibe jetzt das nochmal mathematisch hin, was das bedeutet. Also, ich habe hier meine Steigung der Sekante. Und daraus möchte ich ja, um die Momentangeschwindigkeit zu berechnen, die Tangentensteigung machen. Und das hatte ich in so einer kleinen Animation gezeigt. Die Tangentensteigung mache ich daraus, indem ich diesen Punkt B hier über Dichte auf der Funktion entlang Richtung Punkt A laufen lasse. Und wenn die beiden in einem Punkt zusammenfallen, dann habe ich sozusagen aus der Sekantensteigung eine Tangentensteigung gemacht und habe meine Momentangeschwindigkeit berechnet. Diesen grafischen Zusammenhang kennt ihr und jetzt sollt ihr sehen, wie das rechnerisch aussieht. Jetzt sage ich nämlich, ich bilde den sogenannten Limes. Kennt ihr vielleicht aus der Geschichte? Limes, das war dieser Grenzwall, den die Römer gezogen haben. Und in der Mathematik hat es tatsächlich eine ganz ähnliche Bedeutung. Limes oder hier kurz LIM bedeutet den Grenzübergang von einer Annäherung T0 geht gegen T
hin zu dem Punkt, wo T0 tatsächlich gleich T ist. Im Moment ist es so, dass T0 nicht T sein darf, weil hier unten ja sonst 0 stehen würde. Dann hätte ich da T minus T, das wäre 0. Durch 0 darf ich nicht teilen, das heißt, ich könnte diese Gleichung gar nicht aufstellen. Das wäre in der Mathematik nicht zulässig. Deswegen sage ich, okay, T minus T0 wird nicht 0, es wird nur beliebig dicht an 0 heran, weil dadurch, dass ich T0 hier immer dichter gegen T gehen lasse, wird der Abstand immer kleiner und T minus T0 dementsprechend immer geringer. Aber es wird nie wirklich 0. Und deswegen kann ich das so aufschreiben. Und dieses Teil hier heißt Differentialquotient. Und mit diesem Differentialquotienten, da kann ich dann tatsächlich die Ableitung ausrechnen. Denn diese Momentangeschwindigkeit, die ich hier ausrechne, ist ja nur eine Anwendung für die Ableitung. Und das, was ich hier mit Hilfe des Differentialquotienten ausrechne, ist tatsächlich f' von t. Und dieses Strich bedeutet, dass ich die Ableitung zu meiner ursprünglichen Funktion f von t berechne. Ich berechne also jetzt hier mit dieser Hilfe des Differentialquotienten tatsächlich die einzelnen Steigungswerte in jedem Punkt. Ich kann mir jetzt aussuchen, t zum Beispiel hier 3. Und wenn ich für t 3 einsetze, dann kann ich hier an dieser Stelle mit diesem Differentialquotienten die Steigung ausrechnen. Probieren wir das am besten anhand eines Beispiels mal aus. Die Funktion, die hier eingezeichnet ist, lautet f von t ist gleich 1/5 t Quadrat. So, und das setze ich jetzt hier einfach mal ein. Dann erhalte ich also die Ableitung f' an der Stelle t, indem ich bilde Limes von t0 geht gegen t. Ist ein bisschen neu, die Schreibweise, gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ich spreche das hier immer laut mit, damit ihr euch so ein bisschen dran gewöhnt. Das sind ja nur Symbole für das, was ich eigentlich gerade spreche. Und ihr könnt hier gerne für t auch x einsetzen, wenn euch das zu ungewohnt ist mit dem t. Das macht keinen Unterschied. Dann tragt ihr hier statt t einfach x ab. So, jetzt habe ich also f von t und f von t, da setze ich für, das setze ich einfach jetzt hier dieses hier ein. 1/5 t Quadrat, also 1/5 t Quadrat minus f von t0. Jetzt setze ich für statt t t0 ein und setze wieder diesen ganzen Teil hier ein. Minus 1/5 t0 Quadrat durch und das lasse ich einfach so stehen. Das Ganze muss ich jetzt umformen. Dazu muss ich wissen, was das Ziel ist. Das Ziel ist es, das t minus t0 hier unten auseinander verschwinden zu lassen. Denn solange das da unten steht, kann ich den Limes nicht wirklich anwenden. Also ich kann diesen Teil hier nicht ausrechnen, wenn ihr so wollt. Weil wenn ich t0 tatsächlich auf t gehen lassen würde, dann würde hier 0 ergeben und wie gesagt, das darf ich nicht rechnen. Also muss das hier auseinander raus, damit ich dieses hier auch wirklich ausführen kann. Deshalb kommen jetzt einige mathematische Umformungen. Erstmal klammere ich hier ganz normal 1/5 aus, damit es ein bisschen schöner dasteht. So, und jetzt muss man mal scharf hingucken. Das sieht zwar schon ähnlich aus, kann ich aber nicht einfach kürzen, weil ich hier die Quadrate habe. Aber dieser Teil hier oben, da kann ich sozusagen die dritte binomische Formel rückwärts anwenden und erhalte dann ein Fünftel mal t minus t0 mal t plus, so, t plus t0 durch t minus t0. Also diesen Teil hier habe ich jetzt durch die dritte binomische Formel durch diesen Teil hier ersetzt. So, und jetzt kann ich, da ich hier oben ein Produkt habe, wunderbar kürzen und erhalte dann Limes T0 geht gegen T von 1/5 mal T plus T0. Und jetzt habe ich das erreicht, was ich wollte. Hier unten der Nenner ist verschwunden. Und jetzt kann ich das wirklich ausführen. Ich kann T0 gegen T gehen lassen. Das bedeutet, dass T0 tatsächlich T wird.
Und dann hätte ich hier t plus t, also hier würde dann 2t rauskommen, mal ein Fünftel. Das heißt, mein Ergebnis, wenn ich jetzt den Limes auf diese Funktion hier anwende, wäre ein Fünftel mal 2t und das wären dann 2 Fünftel t. Und das ist meine Ableitung. Das heißt, ich habe meinen Differentialquotienten jetzt ausgerechnet und dadurch die Ableitungsfunktion erhalten. Keine Angst, ihr müsst das nachher nicht immer machen. Es gibt auch Formeln, wie man direkt aus der ursprünglichen Funktion hier dann auch diese Ableitungsfunktion errechnen kann, ohne diese ganzen Schritte gehen zu müssen. Und die sollt ihr später auch auf jeden Fall anwenden. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, mal zu verstehen, wie ich tatsächlich von dieser Funktion hier auf diese dann auch komme. Und das solltet ihr jetzt verstanden haben. Zurück zum grafischen Zusammenhang. Was habe ich jetzt eigentlich geschafft? Was habe ich mir hier ausgerechnet mit dieser Ableitungsfunktion? Ich habe jetzt hier eine Funktion f' von t, 2 Fünftel t. Und damit kann ich, stattdessen, was vorher im zweiten Video passiert ist, dass ich jetzt mir einen beliebigen Punkt suche, die Tangente dann hier einzeichne, Steigung aufwendig berechne oder die einzelnen Steigungen einzeichne und dann abschätze, die hier ist geringer als diese und dann versuche, die Funktion zu zeichnen, die sich daraus ergibt, habe ich sie jetzt direkt hier stehen. Hier sehe ich auch schon, das ist eine lineare Funktion, die hat die Steigung 2 Fünftel. Und bin fertig. Und ich kann vor allen Dingen jetzt jeden beliebigen Punkt suchen, was weiß hier den Punkt 2,5 und kann jetzt sofort zu diesem Punkt ausrechnen, wie groß die Steigung der Tangente in diesem Punkt wäre. Dann brauche ich hier einfach nur 2,5 einsetzen für t und habe hier den Wert der Steigung errechnet. Und das ist der große Vorteil, wenn ich das nicht zeichnerisch löse, sondern hier so rechnerisch. Und noch kürzer geht es, wie gesagt, mit der Formel. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich von hier nach hier unten komme. Sonst gerne nochmal fragen.